Sehr verehrte Frau Bundesministerin, liebe Frau Karliczek, sehr verehrte Frau Ministerin Frau von Pönsken, verehrte Abgeordnete, lieber Herr Staatssekretär Schütte, lieber Georg, Herr Bürgermeister, Exzellenzen und geschätzte Mitglieder des Diplomatischen Korps, Vertreterinnen der Wissenschaftsministerien, der Länder, Magnifizenzen, Präsidentinnen und Kanzler, Vertreterinnen der Mitgliedseinrichtungen, Repräsentanten von Akademien und anderen Wissenschaftseinrichtungen, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, geehrte Gäste, seien Sie aufs Herzlichste willkommen geheißen zur diesjährigen Festveranstaltung der DFG. Es ist ein ausnehmendes Vergnügen, Sie alle begrüßen zu dürfen, und es ehrt die Deutsche Forschungsgemeinschaft, dass Sie so zahlreich der Einladung in die Bundeskunsthalle gefolgt sind. Zugleich ließe sich indes sagen, die allermeisten hier in diesem schönen Auditorium gäben gewissermaßen sich selbst die Ehre. Denn was wäre die DFG denn, wenn nicht der große und vielfältige Kreis derer, die sie beim Fördern fördern, die für sie, die in ihr und mit ihr arbeiten, sei es als politisch Verantwortliche, als Forscherinnen und Antragsteller, als ehrenamtliche Gremienmitglieder und Gutachterinnen, Repräsentanten der Mitgliedseinrichtungen und Partnerorganisationen, Wissenschaftsadministratorinnen in der Geschäftsstelle. Sie alle miteinander möchte ich sehr herzlich begrüßen und Ihnen danken für Ihr Kommen heute und für Ihren Einsatz und für Ihren Einsatz für die Belange von Wissenschaft und Forschung überhaupt. Größe und Vielfältigkeit des Kreises derer, die den Aufgaben der DFG mit ihrer Tat und Gedankenkraft gelegentlich oder immer wieder oder kontinuierlich zuarbeiten, Größe und Vielfältigkeit dieses Kreises ermessen sich schon am Bezügereichtum jenes Ortes, an dem wir zusammengekommen sind. Es ist einer jener Orte, die Raum geben, ästhetisch gestalteten Raum für die Begegnung, für den Gedankenaustausch, für den Ausblick auf gemeinsames Handeln. Freilich, nicht nur Orte können im engen Sinne Raum geben. Auch die Forschungsförderung des Bundes ermöglicht und gibt der Forschung Raum, ohne den sie nicht möglich wäre. Und das ist nirgends offenkundiger, Frau Karliczek, als in der Bundesstadt Bonn an den aufragenden Kreuzbauten in der Heinemannstraße. Sehr geehrte Frau Bundesministerin, liebe Frau Karliczek, es freut mich besonders, Sie in gerade einmal 100 Tagen zum zweiten Mal bei der DFG begrüßen zu dürfen und an einem Ort, der von den Büroräumen Ihres Ministeriums gerade so weit entfernt ist wie von der Geschäftsstelle der Deutschen Forschungsgemeinschaft, 150 Meter weiter nach Süden. Besten Dank, dass Sie es sich nicht haben lähmen lassen, heute Abend zu uns zu sprechen. Wir sind in Nordrhein-Westfalen, sehr geehrte Frau Ministerin Pfeiffer-Pönsken. Die DFG ist hier zu Hause. Sie war es immer und sie ist es gern. Und ihre Präsidenten, die es nicht selten aus entfernteren Gegenden Deutschlands hierher verschlägt, die verstehen mit den Jahren immer besser, warum das so ist. Die strukturelle Vielfalt Ihres Bundeslandes ist in diesem Zusammenhang übrigens nur einer von vielen Aspekten, wie ein anderer das dicht bebaute Feld der Hochschulen und Forschungseinrichtungen, in dessen Mitte sich die DFG hier angesiedelt findet. Seien Sie ebenfalls herzlich bedankt, liebe Frau Pfeiffer-Pönsken, dass Sie persönlich auf unserer Festveranstaltung das Wort ergreifen werden. Dass Sie beide heute Abend da sind, geehrte Ministerinnen,
Das steigert die festliche Herausgehobenheit, die neben aller Gremienaktivität und allem Beratungsmarathon eine gewisse festliche oder gelöste Herausgehobenheit, die die Jahresversammlung der DFG auch prägen soll. Und es lässt, dass Sie beide da sind, es lässt sinnfällig werden, dass die herausfordernden Aufgaben der Förderung bester Forschung, dass sie das Miteinander von Bund und Ländern ebenso verlangt wie ein vertrauensvolles Zusammenwirken von Forschung und Wissenschaftsverwaltung und Wissenschaftspolitik. Dass beides heute Abend gerade dort anschaulich, symbolisch anschaulich werden darf, wo die Kunst eines ihrer wichtigen Häuser hat. Dafür danke ich Ihnen, lieber Herr Wolfs, recht herzlich. Wir freuen uns und wir freuen uns durchaus nicht zum ersten Mal, aber immer wieder hier sein zu dürfen bei Ihnen. Vielen Dank. Hierher nach Bonn hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft in diesem Jahr zu ihrer Mitgliederversammlung geladen, nicht in erster Linie, weil wir das Sparsamkeitsgebot des Bundesreisekostengesetzes emphatisch ernst nehmen, das selbstverständlich auch. Vor allem aber folgen wir mit einem gewissen Überschwang der Einladung der Bonner Universität, Magnifizenz, lieber Herr Hoch, in unser aller Namen gratuliere ich der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität ganz herzlich zu ihrem 200. Jubiläum. Dem Rektor Fortun, allen Studentinnen, Wissenschaftlern und Mitarbeitenden Glück und Segen. Ihre aller Anwesenheit, meine Damen und Herren, bezeugt auch die Vielfältigkeit der Bezüge und Verpflichtungen, in denen die Deutsche Forschungsgemeinschaft zu entsprechen sucht. Forschungsförderung, Selbstverwaltung der deutschen Wissenschaften, Gesellschaftsberatung, Politikberatung sind mit den Jahren anspruchsvoller geworden. Man sieht es am Umfang des Förderbudgets, an Antragszahlen und an Beteiligten. Aufgaben und Verantwortlichkeiten sind mitgewachsen. Beste Forschung zu fördern bedeutet nämlich auch, wissenschaftliche Arbeitsfelder und Disziplinen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen, ja, das Wissenschaftssystem als Ganzes mitzugestalten und dabei Forschung, Politik und Gesellschaft, aber auch Wissenschaft und Wissenschaftsverwaltung miteinander in ein produktives Verhältnis zu setzen. Das verlangt uns allerhand ab. Wenn es denn gelingen sollte, dann deswegen, weil Sie alle in vielfältigster Weise Ihren Teil dazu beitragen. Herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen einen heiteren, sonnigen, noch sonnigen und gelösten Abend. Danke.